Das war die falsche Entscheidung. Und jetzt halte ich um die Hand einer anderen an. Dein Ernst? Es verunsichert mich, in meinem Alter noch immer niemanden gefunden zu haben. Männer, die aussehen wie wir, sparen dieses Thema meist aus. Man kann noch so schöne Pläne schmieden. Am nächsten Tag ist es vielleicht schon vorbei. Oh je, ich heul jetzt schon. Sie wartet auf der anderen Seite auf dich. Trau dich einfach. Heiratest du mich? Ich bin verloren! Der sieht ja gut aus. Es verunsichert mich, sie zu sehen. Sabotierst du mein Liebesleben? Ich halte die Augen offen. Jetzt bin ich mit einem Mal so erwachsen. Wir wohnen zusammen in einem Haus. Eine lebenslange Verpflichtung einzugehen, stellt ein beträchtliches Risiko dar. Kannst du dir noch vorstellen, mir das Ja-Wort zu geben? Ich will nicht, dass sich meine Schwiegereltern hassen. Bei Romeo und Julia ging das auch schief. Weil er etwas in mir sieht, das mir selbst verborgen bleibt. Wenn sich die emotionalen Ebenen überlagern, entsteht ein Hochgefühl. In einer Woche heirate ich. Zweifelst du? Aber ich habe das Gefühl, zu leichtfertig Kompromisse einzugehen. Wir haben keinen Sex. Ich krieg Kopfschmerzen, Marshall. Ich habe erfahren, dass sie nicht zur Anprobe gekommen ist. Ich stehe unter Druck. Keine Überraschungen. Ich glaube, für uns ist es am besten, wenn du zuerst antwortest.